meine Lieben und ganz herzlich willkommen zum ersten DM-Haul im neuen Jahr. Mein komischer Kopf hat mir diesmal irgendwie gesagt, DM allein reicht nicht aus. Und ich dachte mir, der erste DM-Haul im neuen Jahr muss irgendwie was Besonderes sein. Deswegen, es gibt heute einen DM-Rossmann-Fusions-Haul sozusagen. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Also die erste Sache, die ich gekauft habe, das ist etwas, was ich lange, lange ausprobieren wollte und mir erst erlaubt habe sozusagen zu kaufen, als jetzt letztens meine Catrice All Matte Plus Foundation leer gegangen ist. Und zwar habe ich mir auch von Catrice das Nude Illusion Make-up gekauft in der Farbe 020 Rose Vanilla. Es gab zwar auch eine Farbe 010, aber die war, glaube ich, ein bisschen dunkler oder zumindest war die gelbstichiger und ich dachte mir, so dieses Rosige passt immer ein bisschen besser zu meinem Hautton und ich bin so, so, so gespannt, weil die gibt es jetzt schon ein bisschen länger und ich habe so gemischte Meinungen dazu gehört. Oh, jetzt habe ich sie aufgeschraubt. Ich weiß nicht, wieso ich das getan habe. Und die nächsten beiden Sachen sind zwei Mascaras. Ich habe in letzter Zeit sehr viele aufgebraucht, beziehungsweise ich musste sie teilweise, glaube ich, aussortieren, weil sie ein bisschen eingetrocknet sind. Ja, das kommt davon, wenn man irgendwie 20 Mascaras auf einmal benutzt. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt eine wasserfeste von Catrice gekauft. Das ist die Glamour Doll Mascara, diese ganz originale, die es schon länger gibt. Die Curve funktioniert bei meinen Wimpern irgendwie nicht ganz so gut. Und ich habe die hier schon in nicht wasserfest und finde sie super. Aber manchmal mag ich einfach diese wasserfesten Mascaras ein bisschen lieber, weil die bei mir den Schwung einfach besser halten. Und ich denke mal, ich werde die mögen, weil ich mag schon die originale Variante. Und dann wollte ich aber auch nochmal endlich eine Mascara von Manhattan ausprobieren. Ich glaube, ich hatte bisher vielleicht einmal eine Mascara von Manhattan in meinem gesamten Leben und ich habe mich jetzt für Pink entschieden. Also mir war eigentlich ziemlich egal, was draufsteht und wie das Bürstchen aussieht. Ich fand die Verpackung einfach nur so gut. Die heißt Super Size False Lash Look Mascara. Ja, sie verspricht auf jeden Fall das, was die meisten Mascaras versprechen. Vollere, dichtere und geschwungenere Wimpern. Ob das dann in Realität tatsächlich so aussieht, wird sich zeigen. Aber die Verpackung hat schon mal 100 Punkte für mich. Also ich finde die echt richtig, richtig schön. Als nächstes habe ich ein Rouge von Manhattan gekauft. Ich habe, ich glaube, 3 Stück von den alten Farben von den Manhattan Rouges und ich finde alle richtig gut. Ich mag die Textur total gerne. Die sind sehr schön pudrig und weich und ich finde, man bekommt immer so die genau richtige Menge an Produkt auf den Pinsel. Und jetzt habe ich noch die Farbe 35S Bubblegum gekauft. Das ist ein sehr schönes Rosa. Also ich würde auf den ersten Blick sagen, das ist keine Farbe, die ihr tragen könnt, wenn ihr halt dunklere Haut habt. Einfach weil man sie nicht sehen wird, weil sie echt extrem hell ist. Aber ich habe, glaube ich, 4 neue Farben von Manhattan gesehen und ich fand die alle sehr schön. Und das ist jetzt halt die hellste. Also es gibt da auch sehr viele andere, falls ihr euch umschauen wollt. Als nächstes eine Sache, die ihr mir unter anderem auf Twitter empfohlen habt. Ich habe euch da gefragt, was ihr so für Produkte empfehlen könnt, was ich mir auf jeden Fall anschauen soll, wenn ich bei DM bin. Und einige von euch haben die P2 Perfect Eye Base empfohlen. Die kommt in einem ganz, ganz kleinen Pöttchen mit einem silbernen Deckel. Und das ist einfach nur so eine Creme. Fühlt sich schön an. Ziemlich weich. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so weich ist. Vielleicht ist es ja einfach auch zu warm. Meine Heizung ist ziemlich weit aufgedreht, weil ich immer friere. Wäre auf jeden Fall cool, wenn die halt den Lidschatten so ein bisschen länger haltbar machen könnte. Es steht drauf, fixiert Augen-Make-up, verhindert Absetzen des Lidschattens, long-lasting und wasserfest. Also ziemlich viele Versprechen für so ein kleines Teil. Eine nächste Empfehlung, die ich auch über Twitter bekommen habe, das ist die Alverde Körperbutter in Vintage Rose. Ich glaube, einige von euch haben es mittlerweile mitbekommen. Ich glaube, so mein allerliebster Geruch, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, ist so Rosenduft. Ich liebe, liebe, liebe einfach Rosenduft. Und es gibt von Alverde halt jetzt so eine Limited Edition von der Körperbutter, die ich sehr, sehr gerne mag, sowieso schon, diese normale, die es davon gibt. Okay, die letzte Make-up oder zumindest Make-up-ähnliche Sache, die ich bei DM gekauft habe, das ist der Kabuki-Pinsel von Evelyn. Den hatte ich nämlich noch nicht und ich benutze die Pinsel aus der Serie, wie ihr wisst oder vielleicht auch nicht wisst, aber so ist es. Ich benutze die sehr gerne. Dann brauchte ich auf jeden Fall noch eine neue Tagescreme, weil meine alte von Balea gerade heute Morgen leer gegangen ist. Und ich habe lange überlegt, ob ich die vielleicht nachkaufen soll, weil ich echt sehr zufrieden damit war. Und eigentlich sollte man ja nicht unbedingt jedes Mal seine Creme wechseln, sondern vielleicht auch mal bei einer Sache bleiben und so. Aber ihr kennt mich, ich konnte nicht anders und deswegen bin ich jetzt bei diesem Teil gelandet. Das ist die Hautcreme Skin Food von Weleda. Und es steht drauf, dass sie für trockene und raue Haut sein soll. Und bei Ökotest hat sie mit sehr gut abgeschnitten. Die hat schon ein bisschen mehr gekostet, 7,95 €, aber es ist auch eine Menge drin. Das sind 75 ml
Und ich hatte schon mal von Weleda eine Hautcreme, das war die Cold Cream und ich fand die qualitativ echt richtig gut. Nur die war mir auf Dauer halt so ein bisschen zu reichhaltig. Wattepads, das ist langweilig. Und Duschgel. Ich habe mir von Alverde die Pflegedusche Grapefruit Bambus gekauft. Fand ich irgendwie rausgelaufen. Oh, wenn ich jedes Mal 1 Euro dafür bekommen würde, wenn mir das passiert. Riecht leicht fruchtig, halt so nach diesen Zitrusfrüchten, nach Grapefruit ein bisschen. Ich weiß nicht, wie Bambus riecht, deswegen keine Ahnung, ob es nach Bambus riecht, aber es riecht auf jeden Fall gut. Und dann noch eine Empfehlung für euch, die vielleicht ein bisschen anders ist, aber ich fand die Idee ganz cool. Das ist die Balea Küchenseife und das ist jetzt keine Seife, die man sich, vermute ich zumindest, ins Badezimmer stellt, sondern die soll angeblich so Küchengerüche neutralisieren, die man an den Händen hat, wenn man vorher gekocht hat. Und ich koche super gerne mit Knoblauch, mit Zwiebeln und eigentlich mit allem, was halt stinkt und diesen Geruch auch auf der Haut hinterlässt. Und hier steht drauf, dass sie die Gerüche von Fisch, Knoblauch, Zwiebeln und so weiter neutralisieren soll. Und das wäre cool, weil diesen Knoblauchgeruch von den Händen, den bekommt man irgendwie, finde ich, nicht so schnell wieder weg. Deswegen Balea Küchenseife. Und dann habe ich von Balea außerdem noch so einen Nachfüllpack für die Seife im Badezimmer nachgekauft. Olive und Zitronengras heißt die. Noch eine Sache von Balea, das ist so aus der Kategorie, braucht man es wirklich unbedingt? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich habe es trotzdem gekauft. Die Intensivfuß- und Bademilch, das ist eigentlich so ein Zwei-Phasen-Teil wie bei so wasserfestem Augen-Make-up-Entferner. Oben war so eine weiße Schicht und unten eine etwas transparentere. Aus der Lebensmittelabteilung habe ich diesmal nicht so viel mitgenommen. Normalerweise würde ich euch an der Stelle jetzt irgendwie 10.000 Tees zeigen. Aber falls ihr mein Weihnachtsgeschenke-Video gesehen habt, dann wisst ihr höchstwahrscheinlich, weshalb ich das diesmal nicht tun werde. Ja, ich habe im Moment wirklich genug Tee zu Hause. Wobei ich 2 Packungen tatsächlich schon leer bekommen habe. Wollte ich nur mal an dieser Stelle erwähnen. Ich habe einmal Dinkelflakes endlich wieder gekauft und auch heute Morgen schon so ein bisschen gefrühstückt. Die sind so, so gut, falls ihr die nicht kennt, von Alnatura. Und ich finde, die sind super gut, um sie entweder mit anderen Cornflakes zu mischen oder ins Müsli oder so zu mischen. Und ich habe Agavendicksaft nachgekauft. Den habe ich vor 2 Monaten oder so schon einmal gekauft. Und der ist so ein bisschen wie Honig, nur flüssiger und er löst sich sehr schnell auf. Egal ob jetzt in Joghurt, also in kalten Sachen oder in warmen, der lässt sich sehr, sehr leicht verrühren. Okay, dann kommen wir auch schon zu den paar Sachen von Rossmann. Und über eine Sache freue ich mich da ganz besonders und bin echt richtig, richtig gespannt. Und das ist das hier von Rival de Loop, von der Eigenmarke von Rossmann. Lash Color, Augenbrauen und Wimpernfarbe. Ja, in Schwarz. Ich werde es ausprobieren. Nicht auf meinen Augenbrauen, das wird eine Katastrophe, wenn ich das mache, aber auf meinen Wimpern. Meine Wimpern sind von Natur aus jetzt nicht ganz schwarz, sondern an den Ansätzen, vor allem komischerweise am rechten Auge, irgendwie so leicht blond. Links nicht, das ist richtig komisch irgendwie, aber rechts sind sie so ein bisschen heller noch. Und manchmal verdeckt das so die Mascara von oben nicht ganz so gut. Also von unten schon, weil da trage ich sie ja immer auf, aber von oben irgendwie nicht. Und als mir das schon einmal die Kosmetikerin damals gemacht hat, hat das irgendwie nochmal die Wimpern so ein bisschen intensiviert und so nochmal so hervorgebracht. Das ist eigentlich, es klingt nach was total Bescheuertem. Ich lasse mir die Wimpern färben, aber ja, ich schaue jetzt einfach mal, ob es mir jetzt wieder so gut gefällt wie damals. Angeblich soll es bis zu 6 Wochen halten und wisch- und wasserfest sein. Also ja, mal schauen. Ich bin total gespannt, wie dieses Set hier überhaupt aussieht. Und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr sowas schon mal auf eigene Faust probiert habt. Weil ich bin echt gespannt. Dann habe ich mir noch bei Rossmann, auch von der Rival de Loop, von der Rossmann Eigenmarke, von Rival de Loop, 2 Lidschatten gekauft. Der eine ist so ein einzelner Lidschatten und ich finde die neue Verpackung von dem so süß. Das ist von dieser Rival de Loop Young Serie. Die Farbe Vintage Love, Nummer 11. Und der zweite Lidschatten ist in der Farbe 12, Autumn Leaf. Leaf? Ja, nur ein Blatt scheinbar. Wie auch immer. Links so ein leicht goldener, gelblicher Lidschatten. Und rechts ein helles Braun und beide haben so leicht Goldglitzer. Also beim Swatchen finde ich die Pigmentierung sogar richtig gut. Dafür, dass der Preis halt wirklich sehr gering war. Die waren auch noch 20% reduziert, weil Rossmann ja immer wieder so 20% auf die verschiedenen Marken hat. Und ich habe mir von Wellness and Beauty, das ist auch die Eigenmarke von Rossmann, ein Körperspray gekauft. Grüner Tee und Olive. Und das riecht so schön. Also zumindest, wenn ihr so diesen
grünen Teegeruch halt mögt. Also es gibt ja zum Beispiel diese Elizabeth Arden Green Tea Body Sprays oder überhaupt Parfüms und so. Und so ein bisschen riecht das, nur ein bisschen frischer vielleicht noch. Und das letzte für heute, das wird so ein bisschen Zuckerguss über dieses Video legen. Ich zeige euch erstmal die Rückseite und jetzt passt auf. Kennt ihr diesen Pinguin von den Winter-Nutella-Gläsern? Die gab es jetzt dieses Jahr, die gibt es sogar immer noch teilweise in den Supermärkten. Der hat mich total daran erinnert. Und ich kann irgendwie nicht Nein sagen zu diesem Gesicht. Das war's von mir für heute. Ich hoffe sehr, ihr hattet Spaß an dem Video. Und falls ihr beim nächsten Mal so ein bisschen mitbestimmen wollt, was ich so kaufen soll und was ich ausprobieren soll, dann folgt mir entweder auf Twitter oder auf Instagram. Die Links sind beide unten in der Infobox. Ich frage euch da immer wieder, bevor ich losgehe, so, was soll ich mir kaufen? Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Und dann könnt ihr mich anfixen. Also, macht es gut. Wir sehen uns am Sonntag wieder und ciao.